Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute möchte ich mal wieder mit euch ein bisschen Schlosskonflikt spielen. Weil ich habe nämlich heute Morgen eigentlich gesehen, dass es hier Anwerben und zurückgehalten, Edelsteine zurückgehalten gibt. Und ja, da möchte ich auf jeden Fall heute mit euch 10 Rolls machen auf meinem Free-to-Play-Account. Ja, wenn ich dann sozusagen 50 mal gerollt hätte, dann hätte ich die bessere Belohnung bekommen. Aber ich habe ja leider nicht 7500 Gems. Ja, darum müssen wir leider ja nur 10 Rolls machen. Aber ist ja auch nicht so schlimm, weil nachher kommt nämlich noch ein Video, wo ich auf meinem Hauptaccount wieder die 250 Rolls dann mache. Das sind dann so roundabout 40k Gems. Genau, letztes Mal hatte ich ja bloß irgendwie, glaube ich, 30k Gems gerollt oder so. Genau, aber dieses Mal zuerst auf meinem Free-to-Play-Account und danach nehme ich dann gleich nochmal eine Folge auf und wollte dann halt nochmal ein bisschen rollen. 40k Gems in diesem Falle. Ja, aber heute sind wir bloß bei 1500 auf meinem Free-to-Play-Account. Ja, er hat halt 25.000k Macht, ne? Ich bin mit beiden Accounts in der Gilde Puffreis, da bin ich auch der Anführer. Also wenn ihr mal Lust habt, einfach mal hier in die Gilde zu kommen, dann könnt ihr mich ja auch gerne über Line anschreiben. Da heiße ich TipX1 oder eben auch hier einfach bewerben und dann nehmen wir euch auch relativ schnell mit in die Line-Gruppe mit auf. Oder eben, ihr könnt euch auch an Mucki wenden, Mucki73. Die nimmt euch dann auch gerne mit auf. Genau. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an zu rollen. Ich muss erstmal gucken, ob ich genügend Platz habe. Ja, genau. Okay. Achso, was ich noch zeigen wollte. Heute Morgen hatte ich nämlich hier, hier bei dieser Kiste. Also ich hatte ja zwei von diesen Wunsch-Tokens-Dings da, von diesen Münzen. Zuerst hatte ich eine Galar-Champion und danach ging's los. Passt auf. Galar-Champion, genau. Und danach legendäre Heldenkarte. Und dann hier rechts daneben waren dann die Reroll-Karten. Alter, das ist so gut, so einen guten Wunschbrunnen hatte ich noch nie. So, naja, auf jeden Fall wollen wir erstmal anfangen. So, dann machen wir gleich mal ein Duo, ja. Ja, natürlich ist nichts dabei. 1, 2, 3, ja. Kürbisherzog! Holy shit! Alter, Kürbisherzog, den habe ich nämlich noch nicht auf diesem Account. Alter! Perfekt! Dann habe ich ja schon mal einen neuen Helden, den ich hochleveln kann. Pass auf, jetzt hat er auch einen 5er Bersi. Oder einen 5er Quicken. Pass auf. Lebensentzug. Naja. Nicht so wirklich gut. Aber hey, ich habe immerhin jetzt einen Kürbis auf meinem Free-to-Play-Account. Nicht schlecht. Und vor allem dieser Free-to-Play-Account, der ist auch noch gar nicht so alt. Der ist, glaube ich, also naja gut, die Quest hier einen Monat einloggen und so haben wir schon. Genau, einen Monat und einen halben anscheinend. Ja, ja, genau. Also einmal bin ich hier schon durch mit diesen 30 Tage einloggen. Aber ein zweites Mal, wie gesagt, noch nicht. Ja, dann bin ich doch eigentlich relativ gut noch dabei. So, dann wollen wir hier nochmal ein bisschen Eier aufmachen. So, ich habe jetzt 6 Rolls gemacht. Ja, so kann es weitergehen, sage ich mal so, ne? 4 Rolls kann ich noch machen. Also ein Dreier und ein Einser. Bitte wünscht mir Glück. Warte, ich mache zuerst den Einser. Bäm, natürlich nichts dabei. Und jetzt den Dreier. Komm schon, bitte, 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 bitte. Oh, nur Crap. Naja, aber trotzdem nicht schlecht, sag ich mal so, weil, wie gesagt, Kürbis hatte ich halt auf meinem Free-to-Play-Account noch nicht. Vielleicht habe ich ja hier noch was Besseres rumzuliegen. Was ist besser? Ist Lebensentzug besser oder Wiederbeleben? Oh Mann, ey. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr jetzt machen würdet. Ob ihr lieber das, den Lebensentzug drauf lassen würdet oder Wiederbeleben nachher als Rune raufpacken. Warte mal, wie viel habe ich denn überhaupt bei den Runen? So, ja, siehst du, ja, kann ich mir leider noch kein weiteres Set zusammenstellen. Naja. Naja, so viel Runen habe ich hier leider noch nicht.
Aber dann würde ich mal sagen, ja, eigentlich wollte ich das Video jetzt schon beenden, aber sonst wäre das Video eigentlich relativ kurz. Dann mache ich jetzt einfach nur, wenn ihr jetzt keine Lust mehr habt, zuzugucken, dann könnt ihr einfach abschalten. Aber ich wollte jetzt mal noch ein bisschen Verschollenes Reich mit euch machen. Ja, genau. Dann kann ich ja noch mal ein bisschen erzählen, sag ich mal so, über meinen Free-to-Play-Account. Ja, also ich habe aus von Wii Games, da kann man sich ja hier diese Punkte auch verdienen. Da hatte ich dann halt einmal, weiß ich, wie viele Punkte waren das? 10.000 Punkte oder was das da waren? Genau, 10, für 10.000 Punkte, da habe ich dann solche Bazaar-Heldenkarte bekommen und da war mein Gargoyle drin. Das war richtig geil, Alter. Holy shit, da habe ich mich richtig gefreut gehabt. Da hatte ich nämlich Gargoyle und Rockno sozusagen. Oh Mann, und danach kam der Micha. Und dann war ja sowieso schon alles zu spät. Ach nee, Eros war noch zwischendurch. Ich hatte zuerst den Skin zusammen, das weiß ich noch. Ich hatte zuerst den Skin vom Eros zusammen. Und danach habe ich dann erst den Eros bekommen an sich. Aber das war eigentlich relativ dicht beieinander. Das war, glaube ich, sogar einen Tag darauf habe ich gleich den Eros bekommen gehabt. Ja, mein Eros hat ein 3er Erquicken in diesem Falle drauf. Naja, für Free-to-Play-Verhältnisse relativ gut. Ja, Einmeißelungen sind 70 im Moment bei meinen Haupthelden. Bei meinen 5, ich habe ja bloß, ja, 1, 2, 3, 4, 5, ja genau, 5 Haupthelden. Bin halt gerade dabei, meine 6. Heldenbasis ja, mir freizuschalten im Grunde genommen. Da fehlt aber noch ein bisschen was. Genau, bei den Minen, da bin ich, ja, auch noch nicht so weit. Genau, hier habe ich meine ersten 16er Minen zusammen. Ja, die anderen sind erst 14, ja, und die anderen sind eigentlich nicht erwähnenswert. 4, 4, 4. Wie gesagt, der ist halt relativ jung noch und das Rathaus ist auf Stufe 15, gerade auf den Weg zu Stufe 16. Ja, und hier die ganzen, ja, anderen Dinger sind auch noch nicht so weit. Ja, meine Basis, die werde ich erst ändern, wenn ich mein Rathaus auf Stufe 17 habe, weil da habe ich nämlich schon eine gute Base rausgesucht. Schon allein für die Wellen hier. Da bin ich auch noch überhaupt nicht weit. Ich verkacke jedes Mal, wenn dieser Boss kommt. Bei O. Ja, naja, gut, hier bei den Dungeons. Ja, da bin ich doch schon relativ weit. Naja, was heißt weit? Ich sieb halt hier gerade den 7-1er-Experten-Dungeon. Und ich arbeite jetzt eigentlich gerade erst darauf hin, dass ich 30k Macht habe, damit ich hier bei den Team Dungeons, da müsste ich übrigens auch mal wieder was machen, hier Mesa 4 machen kann. Aber ich würde sagen, wir machen einfach mal ein Mesa 2, wenn wir, ja, wenn wir da einen finden, weil die meisten machen ja mal Mesa 4. Aber jetzt haben wir schon, sind wir schon drei in der Gruppe und ich denke mal, dass wir gleich auch alle zusammen haben. So, ja. Muss ich mir erstmal hier. So. Ja, heute habe ich noch bis 16 Uhr gearbeitet gehabt. Nehme das Video jetzt gerade noch ein bisschen später auf. Guck mal, warum hat der nur ein Level 87er Typen da drin? WTF. Ja, dann soll der wenigstens da hinten ran, aber das schaffen wir trotzdem. Oh, das ist so geil, ne? Dass ich jetzt ein Kürbis habe auf meinem Free-to-Play-Account. Den werde ich, glaube ich, demnächst mal hochziehen. Aber ich habe hier auf meinem Free-to-Play-Account nicht so wirklich die Möglichkeiten, die Helden so gut hochzuziehen wie auf meinem Haupt-Account. Kann ich. Ja, perfekt. Dann kann ich den Druiden hier rausschmeißen. Ach, geil. Aber warum habe ich denn hier eigentlich. Warte mal. Den Druiden drin. Warte mal. Halt, stopp. Das ist nämlich hier, ich nehme hier gerade nämlich auf meinem Computer auf. Da, so ist eigentlich mein Team normalerweise. So, und jetzt kann ich da nämlich auch nochmal beitreten. Da sieht ihr auch nochmal einen richtigen Uhren. Guck mal, das verstehe ich nicht. Manchmal hast du hier auch sogar Doppel-Evo-Typen drinne. Warum machen die Sturm Mesa 2 bitte? Kann mir das einer sagen? Wenn das einer weiß, bitte unten in die Kommentare schreiben, weil das ist für mich nämlich nicht verständlich, warum das so gemacht wird. Oder warum. Naja gut, man kann bei Sturm Mesa 2 kann man hier diese Heldenfeldkarten gewinnen. Aber jetzt mal beim besten Willen, jeder hat, wenn man Doppel-Evo-Teams hat, alle Heldenslots freigeschaltet.
Ne? Also, naja. Ja, der geht da auch unten hin, warum auch immer. Der trollt, glaube ich, ein bisschen. Warum geht. Guck mal, das verstehe ich nicht. Hä? Ja, jetzt sind die geleftet, okay. Hätten wir es zwar sowieso geschafft, aber egal. So, jetzt macht meine hier. Sturmmesa 2. Ja, 3, 2, 1, go! Perfekt. Wie findet ihr eigentlich diese Vorspulfunktion? Also auf meinem Handy, da laggt die immer extremst. Wirklich. Also da kann ich die kaum einsetzen. Hier auf meinem Computer geht es, weil der relativ gut ist. So, naja, dann habe ich mich jetzt, glaube ich, ein bisschen verquatscht auch, aber ich werde jetzt mit euch nochmal hier diese Truhen öffnen. In der Hoffnung, dass da solche Heldenfeldkarten drin sind. Sind aber leider nicht. Aber dafür sind da Orden drin. Die sowieso safe da drin sind. Naja. Dann kann ich hier nochmal ein bisschen sweepen. Dreimal, um genau zu sein. Ja. Gibt es wieder irgendwas Tolles zu kaufen? Jubiläumskalender. Ich glaube, das habe ich heute noch gar nicht gemacht. Na, obwohl, doch. Doch, was waren da drinne? Warte mal. Verlauf. Was war denn da drinne? Heiliger Wand 2? Heiliger Wand 2 drin? Ach so, das war heute. Oh, das war richtig scheiße. Naja, okay. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte eine positive Bewertung da. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, auch mal ein bisschen in unsere Gilde zu kommen. Dann könnt ihr euch gerne bewerben. Wie gesagt, die Gilde heißt Puffreis. Ne? Fackel nicht vor 20:45 Uhr rauben und der Boss ist immer 21 Uhr. Ja, und eben, man sollte halt auch aktiv sein beim Gildenkrieg. Ja, sind eigentlich im Grunde genommen die Grundvoraussetzungen. Ja, und das Cap ist halt bei 50k Macht. In diesem Falle, wenn ihr weniger Macht habt, aber dafür aktiv seid, dann könnt ihr mich natürlich auch, wie gesagt, über Line oder halt Mucki anschreiben, über Line und dann setzen wir die Macht von der Gilde runter. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!